Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und in 5 Monaten wird gewählt, das neue Abgeordnetenhaus wird in Berlin neu besetzt. Und alle hoffen natürlich, dass sie in gewohnter Stärke plus dort einziehen. So auch Danny Freimark von der CDU. Herzlich willkommen. Sie wollen natürlich wieder gewählt werden und sind schon kräftig im Wahlkampf oder hat es noch nicht begonnen? Doch, absolut. Also als ich vor 4 Jahren ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt wurde, war ja die Mission klar, wenn man von 9% kommt, wir hatten dann damals 12%, dass man dann nicht 4 Jahre schläft und hofft, dass man beim nächsten Mal 13% oder 14% bekommt, sondern wir haben natürlich die letzten 4 Jahre Gas gegeben und wollen uns auch nicht auf dem kleinen Erfolg ausruhen, sondern wollen natürlich auch im Bezirk, aber auch in Berlin zulegen. Ja, auf 15, 16, 15, 16, 18, 17, 19. Ist alles besser als 12. 20. Ja, also wir sind schon engagiert dabei, aber am Ende ist der Wähler natürlich für uns jetzt auch nicht die messbare Größe per se, sondern es ist Tagespolitik, es ist Bundespolitik, sogar Europapolitik, die ja eine Wahlentscheidung beeinflusst. Unsere Aufgabe muss es sein, die Leute nicht von der Wahl ohne fernzuhalten. Was beschäftigt denn Ihre Wähler zurzeit? Sie sind ja im Wahlkreis viel unterwegs, müssen Sie ja sein. Wahlkampf fängt so langsam an, aber 5 Monate, dazwischen liegen die Sommerferien. Das ist denn alles, muss irgendwie kompakt vorgeschaltet werden oder nachgeholt werden. Was bewegt die Leute zurzeit am meisten? Ich komme ja aus Hunschenhausen. Ich bin da damals 1987 mit meiner Familie hingezogen, da war ich 4 Jahre alt. Jeder hatte einen Trabant, allen ging es gleich gut oder schlecht, wie man das definieren will. Und mit dem Mauerfall veränderte sich einiges. Aus dem Plattenbau, der total beliebt war, wurde dann eigentlich eine Ecke, in der die Leute nicht mehr so gern gelebt haben, die sich Häuser gekauft haben und anderes. Und der Kiez oder die Kieze in der Summe haben sich verändert, auch teilweise verschlechtert. Die Leute haben nicht mehr so sehr daran geglaubt, dass sie eigenen Erfolg haben können. Man ist dann so ein bisschen gefangen gewesen, manchmal auch in so einem negativen Lauf. Und meine Aufgabe war es, Arbeitslosigkeit ist ein Thema, wir haben eine sehr geringe Wahlbeteiligung, auch die NPD bekommt bei uns immer noch viel zu viele Stimmen. Also wir sind im Sozialstrukturatlas rot gekennzeichnet, das ist also keine gute Sozialprognose für meine Region. Das interessiert mich aber alles nur bedingt, weil ich ein hoffnungsloser Optimist bin und den Menschen erstmal das Gefühl geben wollte, mit Politik einen wichtigen Ansprechpartner zu haben, um individuelle, aber auch generelle Probleme zu lösen. Deswegen haben wir auch ein Bürgerbüro gemacht, bei uns in der Einkaufsstraße. Von Montag bis Freitag ist das geöffnet. Und dadurch haben wir das Ohr da, wo es hingehört. Jeder kann zu uns kommen, unabhängig vom sozialen Status, unabhängig von Zeit. Meine Handynummer ist relativ öffentlich bekannt. Mein Ziel kann es nur sein, Politik so nahbar und personifiziert zu machen, wie es möglich ist, damit die Leute eben auch wieder daran glauben, dass wir Problemlöser sind und nicht Problembringer. Was beschäftigt die Leute denn momentan in Ihrem Wahlkreis? Wie viele Flüchtlinge sind da zum Beispiel? Also wir haben vor 1,5 Jahren haben wir eine Flüchtlingsunterkunft bekommen in den Hausvaterweg direkt ans Tierheim. Da sollten 480 Flüchtlinge kommen. Wir haben dann Kompromiss erzielen können, dass nur 280 kommen. Trotzdem waren die Leute aufgewühlt. Sie waren nicht per se ablehnend, aber sie hatten Sorgen und Ängste. Mhm. Und es war für sie undefinierbar, weil sie damit ja kaum in Kontakt gekommen sind. Man muss ja wissen, vor 1989, wen gab es denn in Ost-Berlin? Vietnamesen, vielleicht ein paar Kubaner, die haben uns die Bananen gebracht, wie ich immer lustig sage. Und dann gab es noch vielleicht 1, 2 Schwarzafrikaner, die bei uns Gastarbeiter waren. Ansonsten war es das. Das heißt, Begegnung, multikulturelles Zusammenleben, das war ja bei uns gar nicht möglich oder notwendig. Mit dem Mauerfall und mit der ganzen Entwicklung kam es dazu. Wir hatten auch schon Flüchtlingsunterkünfte, die seit 20 Jahren völlig akzeptiert von der Gesellschaft existieren. Aber in meinem Wahlkreis eben keine einzige. Und ich glaube, diese Begegnungen haben gefehlt und die Ablehnung war eben sehr groß. Und dann muss man richtig, richtig viel erklären, gute Infoveranstaltungen machen und den Menschen das Gefühl geben, ihr könnt eure Kritik und eure Fragen auch mal stellen und werdet nicht per se in irgendeine Ecke gedrängt, weil mal eine Frage vielleicht politisch nicht korrekt war. Ist denn die AfD bei Ihnen auch angewachsen? Sie sagen, die NPD ist noch zu stark. Gibt es denn jetzt zusätzlich auch noch die AfD in Ihrem Wahlkreis? Also keine Person, die man wahrnimmt, aber die AfD hat bei der Europawahl in meinem Wahlkreis schon 10% geholt. Das ist für mich auch eine akzeptierte Maßgröße, weil ich sage ganz ehrlich, 10-15% der Menschen sind eben nicht mehr bereit, eine CDU, SPD oder Grüne zu wählen, sondern wählen eben Parteien am äußeren Rande auch gerne. Aber die AfD, das weiß ich, wird mit Sicherheit einen Schwerpunkt darin legen, in Lichtenberg oder in Hohenschönhausen Wahlkreise vielleicht sogar gewinnbar zu machen. Und das werde ich nicht zulassen.
Aber den Kandidaten oder die Kandidatin kennen Sie inzwischen? Ja, ich kann ja lesen. Ich kann ja lesen und habe gesehen, wer dort der Kandidat sein soll, aber habe diesen Menschen im Wahlkreis noch nie erlebt, nicht kennengelernt. Also de facto keine Bürgernähe bisher. Mit welchem Argument gehen Sie denn dagegen an auf Ihren Versammlungen? Wenn Sie sagen, dass die AfD kann man nicht wählen, ist ja zu wenig. Ich sage nicht, dass man die AfD nicht wählen kann, weil ich über die AfD eigentlich gar nicht spreche. Ich spreche aber gerne mit Ihnen über die AfD, weil es gibt Menschen, die fühlen sich von der AfD eher angesprochen. Und diesen Menschen möchte ich eine Botschaft senden, nämlich sprechen Sie mit uns. Bevor die Leute nämlich oft schon resigniert sind, oder die sind zu oft schon resigniert, ohne jemals irgendeinen Abgeordneten kennengelernt zu haben. Ich kenne doch die Vorwürfe. Korrupt, faul, doof. Aber ich kenne keinen. Ja, siehe Bundestag, da sieht man überhaupt nie einen. Da, die sitzen einfach immer überall woanders. Obwohl niemand mal hinterfragt hat, warum eigentlich. Was ist denn das für eine Arbeit, die da leisten? Müssen da immer 630 bei jedem Thema dabei sitzen? Müssen im Berliner Abgeordnetenhaus 149 Abgeordnete immer dabei sitzen? Das Wichtigste ist zu verstehen und zu wissen. Und die Leute wissen aus meiner Sicht zu wenig über Politik und ich möchte Ihnen gerne dabei helfen, mehr darüber zu erfahren. Und dann können Sie differenziert immer noch Ihre Wahlentscheidung treffen und dann wird selten AfD rauskommen. Das habe ich mal gelernt, so unter bürgernaher Politik. Mhm. Ja, da habe ich schon zu meiner Jugend immer gehört, wir müssen bürgernahe Politik machen. Aber wie sieht denn das in Praxis bei Ihnen aus? Sie können ja nicht jeden Tag von Haus zu Haus gehen und von Wähler zu Wähler, Entschuldigung, von Wählerin zu Wählerin, muss ja korrekt bleiben. Ja, sondern was ist denn für Sie bürgernahe Politik? Kennen Sie jedes Problem in jeder Straße, in jedem Haus, in jeder Kneipe? Das ist mein Ziel. Wie gesagt, ich bin da aufgewachsen und für mich ist es eine einfach unglaubliche Ehre, Aufgabe, Verpflichtung zugleich, nicht derjenige zu sein, bei dem die Leute sagen, oh, der ist ja jetzt im Parlament, der ist weg für uns. Sondern ich will, dass die Leute akzeptieren und sehen, dass ich aus der Mitte Hohenschönhausens komme und die Interessen so vertrete, als wenn es meine eigenen wären. Das ist die Erwartungshaltung auch von den Leuten. Das glauben sie nur nicht mehr. Deswegen machen wir riesen Bürgerfeste. Ich lade dreimal in meinem Wahlkreis im Jahr ein über tausende Leute zu Currywurst essen, Wasser, Zuckerwatte, kostenfrei. Ich lade Künstler ein, Tanzgruppen aus der Region, alle Vereine aus der Region. Das zahlen alle Sie selber? Wir haben dafür natürlich Spenden und wir haben relativ viele Mitglieder, die auch bereit sind zu sagen, diese Aktion unterstützen wir. Aber da kommen dann einfach mal 1000 Leute. Dann gibt es eine Tombola noch mit ein paar netten Preisen, gestiftet von den Unternehmen aus der Region. Und dann wird das Geld an den Förderverein der Grundschule nebenan weitergegeben. Mhm. Und das sind Dinge, wo man Kontakte schafft, wo man Vertrauen schafft. Was ich gelernt habe, ist, dass man oft einen Vertrauensvorschuss zahlen muss. Also man muss erst beweisen, dass man halbwegs gerade ausquatschen kann und nicht korrupt, faul und doof ist, wie ich gerne sage, sondern dass man auch bereit ist, das Thema ernst zu nehmen. Und sei es noch so abwegig manchmal. Und das ist eine Riesenchance. Als ich Abgeordneter wurde, ist ja mein Büro nicht eingerannt worden. Fast niemand hat sich gemeldet. Aber mit der Zeit, mit jedem Erfolg, mit jedem Problem, was man löst, kommen 2 weitere, 3 weitere, 4 weitere. Und so potenziert sich das. Bürgernahe Politik ist nicht nur Quatschen, sondern am Ende hartes Arbeiten und wirklich ein fleißiges, ehrliches Engagement für jeden Einzelfall. Und sei es ein Problem mit dem Jobcenter oder mit einem Tier aus dem Tierheim. Ich konstruiere jetzt mal so einen Fall. Also da kommt jemand zu Ihnen ins Büro und sagt, gestern hat mich der Chef fristlos gekündigt. Hier ist die Begründung. Ja. Und das finde ich ungerecht. Meine Frau hat er auch schon rausgeschmissen und mein Sohn auch oder meine Tochter. Da stimmt doch was bei dem nicht. Der hat was gegen mich und so. Ja, kümmern Sie sich auch um solche Fälle, wo Sie doch offenbar erkennen müssen schon von vornherein, da können Sie ja eigentlich gar nichts machen. Was ich gelernt habe, ist, dass die Leute Sorge haben, alleine zu sein mit ihrem Problem. Das ist, glaube ich, es geht uns allen so. Es wird Ihnen schon mal so gegangen sein, mir auch. Also man muss sich kümmern. Ich sage nicht, dass ich dieses Problem unbedingt lösen kann, weil es ein Stück weit zu privatwirtschaftlich orientiert ist. Aber in der Regel kenne ich die meisten Arbeitgeber mittlerweile in Lichtenberg. Das heißt, man könnte sich überlegen, Arbeitgeber anzusprechen in Abstimmung mit dem Arbeitnehmer. Man kann dem Arbeitnehmer eine gute juristische Beratung ans Herz legen. Wir kennen natürlich Anwälte mittlerweile, mit denen wir selber auch schon Kontakt hatten, die auch im Wahlkreis arbeiten oder wohnen. Und ein letzter Schritt, das ist aber ein Schritt, der jetzt nicht gang und gäbe sein sollte, ist natürlich auch einen Kontakt herstellen zur Medienlandschaft. Also wir wissen ja alle, dass der ein oder andere Reporter auch schon mal das Mikrofon hinhält, wenn jemand gerade besondere Nöte oder Ängste hat. Und also es gibt mehrere Wege zu beraten, aber das Allerwichtigste ist zuhören und demjenigen das Gefühl geben, nicht allein zu sein.
Das heißt, ihr wichtigstes Arbeitsinstrument ist das Handy. Ich liebe mein Handy. Ja, und sind ständig am Telefonieren. Viel. Und viele Unternehmer sagen, sie kennen sie persönlich. Ja, auch so auf Dudes-Basis sagen, hör mal zu, Fritze, ich habe da was gehört, was läuft denn da? Machen Sie das auch so? So läuft Politik für mich. Das ist das, was mir jeden Tag Freude bereitet. Ja. Zu wissen, eigentlich noch nicht, was der Tag immer bringt. Man hat seine Struktur. Und trotzdem kann es sein, dass vor 3 Wochen war das so oder vor 4 Wochen, da rief mich der Sportverein SV Hempel-Hohenschönhausen an und sagte, wir haben ein Problem von einem Mitglied, die Schwester ist krebserkrankt. Wir wollen ein Benefizturnier machen. Wir wissen eigentlich gar nicht im Detail, wie sollen wir das aufziehen. Habe ich gesagt, alles klar, gib mir eine halbe Stunde. Ich telefoniere 10-mal rum. Am Ende war Kfz-Teile 24 der Hauptsponsor. Zweirad-Profi hat Geld gegeben, bis hin zu privaten Unternehmen, die dann die Würste spendiert haben oder den Getränkestand. Ich habe das Promi-Team zusammengestellt und trainiert. Das heißt, ich habe mich einfach voll in meinem Element gesehen, kurzfristig schnell organisieren zu dürfen und zu müssen. Und da bekomme ich dann auch für mich das, was ich brauche, nämlich ich habe was erreicht, ich habe was geschafft. Ich fürchte jetzt, dass Sie auch schon Blatt und Papier holen und sagen, wenn das so einfach ist und wenn sich der Danny Freiwald so dafür engagiert, dann rufen wir den nächsten Mal an, wenn wir gerne was machen wollen. Ja, gerne. Aber Ihr Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Aber die das kann man sinnvoll nutzen. Das klappt aber ja nicht immer so, nicht? Nein. Es gibt natürlich auch Misserfolge, es gibt auch Situationen, wo man Leuten nicht helfen kann. Dann ist mein Ziel zumindest, dass sie das Gefühl haben, dass sie mit einem weiteren Problem jederzeit vorbeikommen können. Ja. Aber wir haben eine tolle und eine großartige Erfolgsquote. Ich habe ja auch ein Team hinter dem Abgeordneten, was im Bürgerbüro einfach wirklich von morgens bis abends sitzt und die Probleme entgegennimmt. Das heißt, ins Bürgerbüro kann jeder kommen, muss seine Unterlagen am besten mitbringen. Und dann sprechen Sie mit dem oder Ihrem Mitarbeiter. Und da können Sie jetzt schon mal in der Pause, die wir jetzt machen, wir sind ein Privatfernsehsender und müssen ein bisschen Geld verdienen, holen Sie mal Papier und Bleistift und vielleicht kriegen Sie noch nützliche Informationen. Vielleicht haben Sie auch so ein Problem und wollen so ein Benefizkonzert oder Turnier, genau. Turnier machen. Ich spreche heute mit Danny Freimark, er ist der CDU-Abgeordnete aus dem Bezirk Hohenschönhausen und ist schon mitten im Wahlkampf, denn am 18. September wählen die Berliner und Berlinerinnen das Abgeordnetenhaus neu. Natürlich korrekt, die Berlinerinnen und Berliner. Sorry, bis gleich.